die geilste Sportbrille, die es im Moment auf dem Markt gibt. React Optray, so heisst das Modell. Lichtadaptive Technologie. Das Know-how, das drin steckt, kommt aus der Schweißindustrie, aus Schweißhelm. Und das sind die besten Nonplus Ultra, wenn es ums Abdunkeln geht. Die Technologie steckt in dieser Brille. In diesen zwei Gläsern, die hier verarbeitet sind, dazwischen hat es Flüssigkristall. Und die Flüssigkristall tun Sonnenlicht beabdunkeln oder aufhellen, wenn es auf die Brille trifft. Es hat da vorne, da oben, kleine Solarzellen. Das heisst, die Brille funktioniert autark. Braucht keine Batterie, braucht nichts. Funktioniert einfach mit dem Sonnenlicht. Ich habe schon diverse photogrammatische Wellenbrille, andere gehabt und keine kann denen Wasser länger. Die React macht es einfach immer Affentempo. Also du fährst vom hellen Licht in den Wald rein, bumm, und vom Schatten wieder ins Licht, bumm, und die Brille passt sich an. Und zwar so schnell, dass das auch gar nicht mitbekommt. Am Anfang, als ich das erste Mal angehabt habe, habe ich gemeint, die funktioniert nicht, weil es bleibt immer gleich, egal ob im Sonnenschein oder im Wald. Und dann irgendwie habe ich geschnallt, ah Moment, das ist ja genau die Idee. Geht fürs Biken, geht aber auch im Winter, Langläufe zum Beispiel, Tennis spielen, Golfen. Outdoor wandern, Wassersport, SUPen, für alle Sportarten. Es ist natürlich Swissmade, doch das ist es nicht ganz günstig. Es kostet bei Galaxus knapp 300 Franken. Kann man sich überlegen, ob man das ausgeben oder ob man das nicht ausgeben. Ich finde, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und solange es nichts Besseres gibt, würde ich nie mehr eine andere Brille anlegen, aufs Velo oder sonst irgendwie wandern, als der React.